Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 ab ins Schneeparadies. Ja, moinsen Freunde, der Akai wieder hier. Alle Infos findet ihr in der Infobox. Voll gut. Dann nehmt mir hier meinen Job ab in dem Sinne. Ja, ist doch gut. Ja. Ich übernehme diesen Kanal ab heute. Nein. ja, was haben wir denn? Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Eigentlich gar nicht so viel. Wir haben mal wieder uns um unsere Chaosfamilie gekümmert. Ja, wie immer. Chaos ohne Ende. Unsere kleine Hina hat ganz brav ihre Hausaufgaben fertig gemacht und alles, was sie noch für die Schule zu tun hatte. Anarchie, der Mod übernimmt. Hallo? Und was war noch? Wir haben uns ein bisschen auf Halloween angefangen vorzubereiten, weil es ist Halloween. Zwei Leute aus der Familie haben Kürbisse geschnitzt. Die kleine Hina muss das noch machen und ja. Wir verkleiden uns jetzt gleich. Und wenn ihr in der letzten Folge aufgepasst habt, dann wisst ihr auch ganz genau, was jetzt für ein Kostüm kommen wird. Mhm. Würde ich sagen, legen wir mal los hier. Ja. Oh, mit den Hausschuhen. Sau gut. Hallo Yoda. So. Ach, wie süß. Dann geht sie jetzt erstmal Kürbis schnitzen. Ja. Da steht noch der Katzenkürbis. Ah, pack den mal ins Inventar, meine Süße. Stunden später. Hunden später. Das sieht schon lustig wie aus. Wie die Dinger sich ja, bewegen Hunger. Im Wind. Oha, voll cool. Ich will Blätter rächen und einen Schneemann bauen. Ja, für den Schneemann haben wir leider nicht. So, und dann bau erstmal einen Kürbis. Genau, schnitz mal. Schielenden. Wir haben ja schon den klassischen. Hm. Auch in Orange. Wir sind ja. Eine orange Kürbisfamilie. Ach so. Ach, ist das süß. Ja, die Eltern müssen sich auch noch verkleiden. Mhm. Mach das gleich mal. Ach, das ist cool. Gleich mit so einem Behälter da drin. Was? Da, wo die das Innenleben vom Kürbis reinschmeißen kann. Cool. Bin gerade fertig. Oh, okay. Da, Kostüm tragen. Ah, da. Wer ist er denn? Oh, sie kann sich als Prinzessin Leia verkleiden aus Star Wars. Das passt ja. Natürlich. Das würde ich machen. Dienstmädchen, Einhorn, Lama, Maskottchen, Pizza. Alter Schwede, ich weiß nicht, was das ist. Ayla, Sekura, Weltraumranger, Schmuggler, Schurke, Sensenmann. Komm, nimm ruhig die Prinzessin Leia. Okay. So, und jetzt kommt der Haru. Erstmal gucken, wie sieht denn Prinzessin Leia an der guten Yui aus. So. Yui? Oh. Wie süß. Und Haru, als was verkleidest du oh dich, Gott, mein Guter? Oh Gott, der ist sehr verspielt. Der Typ, hey. Na dann, Haru. Was kriegt der? Luke Skywalker natürlich. Wenn, dann haben Boba wir... Boba Fett? Oder Darth Maul. Oder Darth Vader. Oh, Darth Maul wäre cool, weil der da voll geschminkt ist im Gesicht. Okay. Ah, oh, da rennt das kleine Hundi durch. Nimm den Darth Maul, das kommt nicht. Nee. Oder ja, der Loop wäre halt auch cool, weil... Passend. Ja gut, dann komm. Du hast gesagt, Darth Maul ist ja bestimmt auch ganz cool gekommen. Weil er da komplett schminkt im Gesicht hätte. Ah, renn ich weg. Ich muss erstmal... Oh, Haru, du bist ja lustig. Der wollte auf die Toilette. Der wollte baden. Erstmal für Zeitplan festlegen, genau. Ja. Alle, wie, was haben wir, alle 3 Stunden oder so? Ja, würde ich auch machen, weil es halt ein kleiner Hund ist. Oho. Oh, was machen die denn da? Oh Gott, das ist aber nicht so cool. Das ist gerade verstörend. Also für die Star Wars Fans unter euch, wir... Tut uns leid. Ich kenne mich da eh nicht aus. Oh, guck mal, die Aiko rennt da mit dem Ball durch die Gegend. Leia und Luke sind Geschwister. Oh. Sie haben sich gerade geküsst. Oh, naja. Tut uns leid. Kommt vor. Oh Gott, Haru, nein. Geh mal Pipi machen. Oh Gott. So. Süßes oder saures? Das müssen wir auch machen. Bevor die noch schlafen gehen. Ja. Aha. Die futtert hier. Ein Yoda. Ist das geil. Und Yui will ins Bett.
kannst du knicken, Mädchen. Die hat keine Energie. Ist was. Ins Bett. Die haben alle nicht mehr wirklich Energie. Ach Mann, diese Chaos-Familie. Bis auf die Kleine. Da schnappt der Rest der Fräulein. Diese Chaos-Familie, ey. So, wenn die Kleine jetzt fertig ist. Oh, Romantikfestival. Zu Halloween. So, pack dir dein Ding ins Inventar. Und dann dekorieren wir ein bisschen. Wir haben doch schon dekoriert. Ja, mit den zwei anderen Kürbissen noch. Ach so. Die stellen wir auch noch dazu. Wo kommen die denn hin? Gute Frage, nächste Frage. Aber da brauchst du auf jeden Fall. Die könnten ja hier noch dazu. Ach Gott, das Baby. Oh, Nami schläft. So, bei ihr ruft wieder irgendwer an. Sag mal, was will der Typ denn? Das ist der reinste Stalker hier. Nicht mal. Den möchten wir nicht. Wir haben den Katzenkürbis. Den platzieren wir jetzt mal bitte in der Welt. Oh, sie macht von alleine Hunde AA weg. Oder hat sie weggemacht? Jetzt ist es abgebrochen alles. Was? Hat eben die kleine Hina AA weggemacht vom Hund. Okay. Und jetzt hat sie ihn da hinten hin platziert. Super. Da und den anderen Knubbis hat sie gar nicht mitgenommen. Jetzt macht sie Hundekacke weg. Ja, dann soll sie das mal machen. Aber sie macht das alles von alleine. Ja, ich bin voll stolz auf dieses Kind. Nicht nur du. Das ist halt echt so. Oh, das ist wundervoll. Scherze. Der ist voll hübsch. Hm. Oh, kleine Nami möchte bitte zu einem Hydranten. Die möchte bitte auf das Töpfchen. Sag mal. Schnapp dir den. Was kommen denn hier für Leute einfach zu Besuch? Ich weiß es auch nicht. Pack dir mal den kleinen Hund. Nimm ihn mal hoch. Ja, wir haben schon. Hallo. Wir kaufen nichts. Und setzen mal da hin. Pack dir mal den kleinen Wauzel. Wir können zusammen mit dem Hund singen. Ach Gott, ja, Ego. No. So, hier. Nami hier absetzen. Bitte. Und dann bitten, das Geschäft zu verrichten. Hm? Läuft so ein kleiner Yoda vorbei. Auch saugut. Diese Schuhe. Voll cool. So, ist jetzt mal dein Wuffi hab. Und dann bitten, das Geschäft zu erledigen. Wie süß. Warum hat Haru sich wieder umgezogen? Wow. Wow. Wow, Haru. Die hat sich aber Süßigkeiten genommen. Eieiei. Haru, wieso bist du umgezogen? Ich hab's auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Verkleid ihn doch mal bitte nochmal. Haru, als bitte. Darth Maul. Trage dein Kostüm. Immer Darth Maul, ich möchte mal echt sehen, wie das an ihm aussieht. Okay. Aber Kleine, wo ist denn jetzt der kleine Hund schon da, wieder? Da, guck mal. Lol. Oi. Die hat Kacke gemacht. Und da ist die Hundepipi. Pack dir das. I, nein! I! Erzieh deinen Hund, bitte. Belehre diesen Hund, das ist ja ekelhaft. Und danach nimmst du den mal hoch. Ich frag mich gerade, wie wir Süßes oder Saures machen. Ach, da klingeln die dann deiner Tür. Ah, okay. Klick auf Kinder, die an deiner Tür geklopft haben. Du hättest jetzt bei ihr, bei der Frau hättest du auf sie klicken können, die hat geklopft. Okay. Ich glaube, die zählt sogar dazu. Das tut mir sorry. Die hat ihr Pipi weggeschlürft. Das ist lecker. Nicht cool. Nami, das ist nicht gut. Das macht man nicht. Bitte nicht ins Pipi. Oh. Das war jetzt aber nicht so lieb. Und Nami so, was? Was willst du von mir? Arme Sohndi. Ich hab keine Ahnung, was willst du von mir? Was? Was möchtest du? Wer bist du? Ja? Ach Mist. Naja, das geht eigentlich so. Ich weiß nicht, was du von mir möchtest. Wer bist du? Ich kenn dich nicht. Armes Wuffi.
Nimm deinen Hund hoch und lauf voll durch die Pfütze gelaufen. Und setz die mal hier drin hin. Chaos war ein Nee. Setz mal die kleine Wuffi-Maus hier ab. Die ist so süß, die Kleine. Aber die hat ihre Pipi aufgeschlürft. Nicht cool. Aber danach, Süße, kannst du dir mal deinen Kürbis einpacken. Upsa. Hallo? Immer diese Wände hier. Platzier deinen Kürbis im Inventar, Mäuschen. Der Haru ist ins Bett gegangen. Der Haru ist eine Nuss, hey. Eieieiei. Ach Gott, die will spielen. Alles bleibt an unserer Hina hängen. Oh, Jui, ey. Deine Werte sind auch schon wieder. Die ist ganz schön im Keller. Die ist eine Nuss, hey. Du hast deinen Kürbis im Inventar platziert. Wunderbar. Put. Wo stellen wir den denn noch hin? Am besten irgendwo hier draußen. Ja. Dazu. Komm mal hierher. So, bitteschön. Nein, nicht du. Nicht du, die Kleine. Oi. Es ist ein Kraus hier. Und danach bitte einmal in der Welt platzieren. Komm. Ja, die wollte sich was zu essen nehmen. Entschuldigung, Maus, aber das muss warten. Ja, du kannst aufs Klo gehen, wenn du möchtest. Stell dein Ding ab. Du könntest auch mal die Kaka und Pipi von deinen Hündchen wegmachen. So. Ja, im Endeffekt kümmert sie sich um, ja. Um Hundi. Den stellen wir mal hier so hin. Ja. So? Nee, ich würde den schon zum Eingang gerichtet haben. Ja. Nee, andersrum, dass der, wenn man da langläuft, dass man den dann sieht. So. Ja, genau. Und dann halt Kerze an. Spooky. Der schielt aber ganz schön. Ja. Aber die Yui konnte voll viele machen. Ja, also irgendwie. Also die Pfütze ist wieder weggetrocknet, aber das Scheißhäufchen ist noch da. Tja. Yui, hast du gerade was zu tun? Nein, gut, dann machst du jetzt die Kaka weg. Mach mal weg. Mach mal weg die Kaka, bitte. Einmal knödelst das wegmache. Warum will jetzt keiner mehr für Süßes oder Saures kommen? Naja, es ist 21 Uhr. Dann verwendest du das und dann spielst du mal mit dem armen Hund hier, der ist ja echt. Der spielt gerade mit sich selbst. Ja, aber der fühlt sich bestimmt schon voll vernachlässigt. Mal eine Runde baden vielleicht. Ja, ich will spielen. Na gut. Hina kann ja theoretisch. Was macht die denn? Hina will jetzt spielen. Spielt im Badezimmer mit Autos. Well, Hina, renn dir doch noch dein Hirn an, so direkt am Waschbecken, so puff. Hina kann doch theoretisch mit Nami spielen. Ja. Ich würde ihr aber erstmal was zu essen geben. Ja. Weil das arme Kind hat Hunger. Haben wir noch irgendwelche Reste? So viele Reste. Und danach kann sie mit Nami spielen. Nami schläft aber gerade auch süß. Oh, ein verpennter kleiner Wuffi. Ja, die ist ja auch noch ganz schön klein. Ein Hundekind. Da kommt die Aiko. Aber Aiko, spiel doch mal du mit der kleinen Maus. Ja, das finde ich voll schade, dass du da keine Interaktion machen kannst. Hm. Man kann nur bitten, hinzulegen. Ja, dann bitten wir Nami, weil das ist ja ihr Bett. Da, guck mal, die hat auch keinen Nachnamen. Oha. Na ja, gut, dann hat jetzt... Die wurde halt direkt zur Familie dazu integrated. Ja. Hast du jetzt mit dem Hund gespielt? Anscheinend nicht. Doofe Nuss. Die isst jetzt erstmal was. Ja, dann ess halt, du Huhn, ey. Also ehrlich. Was für eine Chaosfamilie, ey. Das ist Wahnsinn. Haufen Chaoten. No. Ich sag, geh in dein Bett. Und sag, na, nö. Ich hätte das jetzt schon gemacht hat. Ja, das sah gerade aus, so aus, zumindest von der Sprechblase her. Denk mal auf sie, weil sie. Ja, okay, lass ihn lieber fernsehen. Geht halt der Spaß hoch. Oh Gottchen. Na komm, dann guck mal, ob du was machen kannst mit der Nami. Nein, die pennt. Ja, was war denn bei Aktion? Ich möchte es halt gerne mal sehen. Du klickst immer alles an, aber ich kann nichts sehen. Da kannst du das Sim-Profil öffnen. Da geht nichts. Und dann weg die Kleine. Das ist
die arme Hundekind doch schlafen. Oh, hallo, das schläft die ganze Zeit oder macht Pipi oder Kacke. Möchte auch mal wieder was mit dem Hund machen. Ja, und Yui, mach doch mal was mit Aiko, hallo. Okay, Der hat Pipi gemacht. Ich würde sagen, lobe sie dafür. Loben. Loben. Loben und Leckerli geben. Du sollst den Hund loben, du Nuss. Wieso machen die mittlerweile alles weg, was du denen gibst? Die sind wirklich unverschämt. Na, jetzt guckst du nach dem Kind. Lobe deinen Hund. Kack aufs Kind. Nein, kleiner Scherz am Rande, aber sie soll nach dem Hund gucken, Mensch. Was ist daran so schwer zu verstehen? Jui, was machst du denn? Jetzt guck die nach dem Kind. Oh mein Gott, Leute. Oh Gott, das Kind hat Angst. Die große Schwester. Es ist aber schön, dass die sich um ihre kleine Schwester schon so kümmert. Ja, auch wenn sie nur reden und ankommen kann. Und leider keine Windeln wechseln kann. Das war komisch. Naja, da ist sie einfach noch zu klein. Warum liegt denn da der Ball vom Hund rum? Keine Ahnung. Da hat die Aiko wahrscheinlich den Hund den Ball abgelegt, einfach so. Du Mausi, geh mal aufs Klo. Wird Zeit. Ja. So, was macht Yui? Jetzt geht die sich ums Kind kümmern wahrscheinlich. Ein Haufen. Guck mal, Aiko hat sich ins Körbchen gelegt. Jetzt kann ja, Aiko ist ja auch ein wohlerzogenes Hündchen. Na, hallo, die Kleine ist halt noch ganz klein. Ja. Das ist ein Baby. Aber mal gucken, ob die vielleicht den Hundekorb zuweisen können. Nö. Die kann sie halt auch nur darum bitten. Oi. Genau. Ach, guck mal, das macht sie von alleine Windel wechseln. Das ist doch brav. Cool. Dann gib dem Kind was zum Futtern. Und. Kuschel mal mit deinem Baby. Kinder, Babys sind schon ein bisschen anstrengend, ne? Und schaukel. Oh, Erziehungslevel 5. Deswegen macht es vielleicht mittlerweile von alleine, weil es kapiert hat, wie es funktioniert. Aber guck mal, ja, dürften wir bald geschafft haben, dass die Kleine älter wird. So ein kleines Kind. Hä? Hm? Ah, Eko. Alles spielt. Wie cool. Nur die Nami ist nicht da. Die schläft. Das ist ja doof, dass man nicht alle sieht. Ja, irgendwie, also es ist doch, wenn man es gerade so gedreht hätte, so ein bisschen. Ja, da steht aber dieses komische Dingens hier im Weg. Ständig ist irgendwas im Weg, was? Andersrum drehen. Hier rum, so rum. Ja. Geht so? Nee. Ja, rauszoomen nochmal. Vielleicht war das immer irgendwelche Wände in der Schnauze. Das ist doch echt nicht mehr schön hier. Aber so dürfte das gehen. Ja, die hat man, wenn wir das rausschneiden, das passt schon. Sicher? Okay, ja, dann so sieht es okay aus. So. Da spielt dein Meister Yoda. Dieser Chaotenhaufen. Ein Schmatzerchen fürs Babylein. Gab, die hat sich gerade ihr Auto ins Gesicht geschlagen. Oh, Hina. Was machst du? Ah, schon wieder. Hina. Du bist ein ganz toll erzogenes Kind, aber du bist ein bisschen ungeschickt. Manchmal kann das sein. Nur ein bisschen. Ach, Mädchen. Die ist lustig. Aber guck mal, kannst du vielleicht... Oh, Yui, bitten zuzuschauen. Über Halloween beschweren. Beste Freunde werden. Elefantenwitz machen. Oha. Ah. Um neues Spielzeug betteln. Oh, wie cool. Oh. Ja, das muss ja auch so sein. Das sind ja auch Mutter und Tochter. Hallo. Yay, Hina hat Level 3 in der Sozialfähigkeit. Die kann ja ein Tier vorführen.
führe ihr mal den Hund vor. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, was ist das? Aber sehr schön, dass die sozial hochgeht. Mhm. Wie man ihre Stimme total gedämpft hört. Voll das Getöse hier. Oh, Halloween war erfolgreich. Das ist schön. Ja. Da, die kann. Kleine kann nicht Gitarre spielen. Käse. Nisoda. Ach, Moochie Beachy. Rekalulu Sakamino. Ach, die hockt sich hin. Sau gut. Renea. Ach Gott, wie süß. Ach, wie cool. Also, das ist cool. Das ist ja voll süß. Das ist putzig. Wände. Ich mag keine Wände. Wände sind unschön. Das ist halt schon cool, wie die sich da hingesetzt haben und jetzt miteinander reden. Der Meister Yoda vor allen Dingen und die Prinzessin Leia. Das ist so niedlich. This is Halloween. Oh Gott, wie du es jetzt einfach wirklich nur noch gedämpft hörst wegen dem Raum. So, und jetzt? Jetzt. Ihr seid lustig. Oh ja. Ich glaube, jetzt führt sie den Hund vor. Wir bleiben mal mit der Kamera auf ihr. Das wollen wir doch alle sehen. Danach will sie ins Bett. Ja, kannst du von mir aus. Ja, das ist okay. Aber zeig deiner Mami den Wurf. Ja. Nee, das war's wohl. Na ja. Dann geh ins Bett. Dann geh ins Bettchen, kleine Maus. Oh Gott. Dann möchtest du auf einmal nicht mehr ins Bettchen. Ja, habt einen Schuss. Oh. Hä? Ah. Okay. Was? Sie führt gerade den Hund vor. Dinge, die man nicht verstehen muss. Aber ich weiß was, Jui, du gehst jetzt auch ins Bett. Ja, sie hat sie auch vor. Jetzt weiß ich dir das zu, dass du dich da nicht mehr drum drücken kannst. Und die schleppt den Ball wieder durch die Gegend. Ah, ihr seid ja so ein süßer Leckt schon wieder. Die bleibt schon wieder stehen. Irgendwas stimmt nicht. Ach ja, wir wollten die Folge ja eh hier beenden. Von daher... Ja, aber trotzdem lustig. Das ist so, das... Huch. Dann drück mal Pause, genau. Das ist so das Zeichen, dass die... Ach, die macht nur ein Nickerchen offensichtlich. Freunde, hallo. Schrecklich. Schlaf mal richtig, so. Oh mein Gott. Ach, wie süß, die Aiko schläft bei der Hina. Das ist niedlich. Das ist ja auch ihre beste Freundin im Endeffekt. So. Eieiei, und mit diesen chaotischen Szenen geht auch die heutige Folge wieder zu Ende. Es ist doch mal wieder zum Mäusemelken, was hier abgeht. Ein Glück. Ja, was ein Glück, diese Chaosfamilie. Ein richtig chaotischer Haufen ist das hier. Aber Halloween war erfolgreich. Ja, immerhin. Obwohl wir nicht alles gemacht haben, aber trotzdem. Naja, falls euch diese chaotische Folge mal wieder gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet, abonniert gerne meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Kommt auch gerne bei uns auf Discord vorbei. Da können wir uns dann mit euch auch über das Spiel unterhalten. Zum Beispiel auch über das neue Pack. Was ja dann bald da ist oder schon da nicht ist. Sogar bald, jetzt. Es ist heute. Heute ist Release. Ja. Wir konnten tatsächlich, da wir ein bisschen im Voraus aufnehmen, konnten wir es leider nicht hier in dieser Folge verbauen. Leider. Aber in der nächsten Folge dann. Und voraussichtlich, ich bin mir noch gar nicht ganz sicher, wie es denn klappen wird. Aber entweder ist es schon online. Oder es kommt heute oder morgen noch. Mal schauen, wie es klappt. Und zwar ein kleines Showcase-Video von mir zum neuen Pack. Und da werde ich euch einfach ein bisschen zeigen, was es darin so alles gibt an neuen Frisuren und Klamotten und Möbeln und Gedönse. Ja, dachte ich mir, das mache ich euch dann wenigstens. Auch wenn die Folge hier jetzt nicht mit den neuen Sachen stattfinden kann. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
Hattest du eigentlich erwähnt, dass unser Discord-Link in der Infobox ist? Ja. Genauso wie unsere anderen Social-Media-Links? Ja. Wunderbar. Ja, glaube ich schon. Gut, dann guck da am besten rein. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder auch Abend oder gute Nacht. Ja, wann auch immer ihr die Folge schaut. Und dann mal gucken, was in der nächsten Folge so ansteht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!